Hallo aus unseren Serien Historische Bauwerke präsentieren wir die Hindenburgbrücke Bingen-Rüdesheim. Ich stehe am Binger Ostufer des Rheins. Wir schreiben das Jahr 1930. Die Schiffe hinter mir sind auf Kurs Hindenburgbrücke. In etwa einem Kilometer werden sie diesen riesigen Stahlkoloss von MAN damals gebaut durchfahren. Wie sah die Region gestern und wie sieht sie heute aus? Dazu zunächst kurz die History der Brücke. Der Stahlkoloss wurde 1913 bis 1915 zweigleisig erbaut. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg erfolgte überwiegend kriegsstrategische Nutzung. 1945 wurde die Brücke durch Pioniere der Wehrmacht zerstört. Ein damals sinnloses Unterfangen, da die Kapitulation kurz bevorstand. Als eine der damaligen längsten Flussbrücken überquerte sie den Rhein auf fast 1200 Metern. Die zweigleisige Brücke war 12 Meter breit. Was sieht man heute zu damals? Zusammengefasst: Ruinen der Vorbrücken an beiden naturgeschützten Ufern sowie drei Basaltpfeiler im Flussbett. Auf der Rüdesheimer Seite, also gegenüber, ist noch das Stellwerk und der Bahndamm zu sehen. Damals Ansicht Binger Seite. Hier eine naheliegende Position zu der historischen Ansicht. Links der Beginn der Vorbrücke zum Landübergang und zwei Pfeiler im Flussbett. Direkt über mir und zum anderen Ufer verlief hier der Stahlkoloss. Wir blicken bei der Fährüberfahrt in Richtung ehemalige Hindenburgbrücke. Der Blick vom Niederwald, damals mit Brücke und heute. Auf der Rüdesheimer Seite sind westlich vor dem Gelände der ehemaligen Brücke Anlegestellen für Kreuzfahrtschiffe und eine Freizeitanlage. Hier ein Basaltpfeiler auf der Rüdesheimer Seite und die zerstörten Vorbrückenbereiche. Hoch oben am ehemaligen Schienenbett thront noch das Stellwerkgebäude.